Hallo und herzlich willkommen bei Family Yoga. Mein Name ist Mareike und heute stabilisieren wir die Beine, indem wir Balancehaltungen üben. Das heißt, übe ernsthaft, aber nimm dich selber nicht zu ernst. Geschickt ist es, wenn du dir einen Yoga-Block, eine Dose oder ähnliches zum Üben bereitlegst. Viel Spaß dabei! Stabil ist und dir ein bisschen Höhe nachher gibt. Kann so eine Dose sein oder Yoga-Block, was immer du hast. Gut, dann komm zum Sitzen, nimm deine Sitzbeinknochen mittig auf deine Unterlage, richte die Wirbelsäule auf, nimm die Schultern zurück, öffne den Brustkorb, bleib weit im Rücken, leg die Hände mit den Handflächen zusammen an dein Brustbein und mit deiner nächsten Ausatmung schließe deine Augen. Mit dem Schließen deiner Augen entspanne deine Gesichtsmuskulatur. Nimm deinen Atem wahr. Nimm deine Atembewegungen wahr. Wo kannst du Atembewegungen spüren? Bauchdecke, an den Rippenbögen, seitlichen Brustkorb, vielleicht hinten am Rücken, vielleicht beim oberen Brustkorbbereich. Ohne den Atem zu lenken, nur wahrnehmen. Halte dabei deine Schultern entspannt, lass die Ellenbogen schwer werden. Gib leichten, aber gleichmäßigen Druck mit den Handflächen zueinander. Entspanne die Beine, die Füße. Dann atme einmal bewusst und vollständig aus. Mit deiner nächsten Einatmung weite den Brustkorb und ausatmen, lass das Kinn sinken, neige den Kopf. Leg die Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel, öffne deine Augen und heb den Kopf wieder an. Gut, dann löst die Haltung auf. Du kannst dir, wenn du empfindliche Knie hast, eventuell eine Decke hier mittig auf die Matte legen. Wenn deine Knie nicht empfindlich sind, brauchst du auch keine Decke. Ich zeige erst, was wir machen. Vielleicht schaut ihr erst zu und dann gehen wir gemeinsam in die Bewegung. Die Arme gehen zur Seite hoch. Du nimmst das rechte Bein nach oben, atmest ein. Ausatmend, dreh nach rechts. Achte dabei drauf, dass dein Becken hier nicht wegdreht, sondern dass das Knie und das Becken wirklich am Platz bleiben. Dann einatmen, komm zurück. Nimm das Bein nach hinten, komm in den Kniestand und ausatmend dreh nach links. Hier das Gleiche, achte darauf, dass dein Becken nicht hier mit zurückgeht, sondern schieb das Knie leicht nach vorne und dreh wirklich deinen Oberkörper. Einatmen, komm wieder hoch, zieh das Knie an und fang von vorne an. Gut, zusammen. Heb deine Arme an. Einatmen, heb das rechte Bein. Und ausatmen, dreh nach rechts, zu deinem gebeugten Bein. Einatmen, komm zurück, Knie nach hinten ab. Und ausatmen, dreh nach links. Einatmen, komm zurück, schwing das Bein nach oben. Und ausatmen, dreh rechts. Einatmen, zurück, Knie sitzt. Ausatmen, links. Mach das bitte in deinem Atemrhythmus. Und wenn es mit der Atmung so nicht hinhaut, dann konzentriere dich auf die Bewegung und lass den Atem fließen. Das heißt, es wird das Tempo vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Das ist voll okay. Letztes Mal dann. Das heißt, wenn du jetzt noch einmal hochkommst, mach die
die ganze Bewegung noch einmal durch. Und dann löse. Entspann die Schultern, schließ die Füße zueinander. Spür für dich nach. Und dann wechsel die Seite, das heißt, du hebst die Arme wieder an. Entspann die Schultern nach hinten, unten, außen und strecke die Fingerspitzen, streck die Ellenbogen. Schau, dass du die Arme möglichst auf gleicher Höhe hältst. Das heißt, schau einmal rechts und links, ob deine Arme ausgeglichen sind. Jawohl. Und wenn die Arme sehr müde werden, kein Problem, dann nimm die Hände an die Hüften. Gut, dann heb dein linkes Bein an. Atme ein und ausatmen, dreh links. Achtung, Becken bleibt am Platz. Einatmen, komm zurück, sitz ab. Und ausatmen, dreh rechts. Einatmen, zurück und hoch. Ausatmen, links. Einatmen, zurück und tief. Ausatmen, rechts. Wieder dein Atemtempo. Und dreh immer zu deinem gebeugten Bein. Ein Hinweis noch, spann wirklich in die Fingerspitzen und dreh deinen Oberkörper. Das heißt, nicht die Arme hier nach vorne schlenken, weil das macht dann nur deine Schulter. Schau, dass du wirklich dein Brustbein drehst. Letzter Durchgang, wenn du wieder oben bist, löse. Mach in Ruhe zu Ende. Wer fertig ist, schließt die Füße. Hebt das Brustbein sanft an. Nimm die Wirbelsäule. Entspann dein Gesicht. Gut, dann löse. Räum die Matte frei. Hab jetzt eventuell einen Block oder so, eine Dose. Und wenn du so eine Erhöhung hast, irgendeinen Gegenstand, Yoga-Block oder Dose oder was ähnliches, stell dir das auf die rechte Seite deiner Matte. Die zwei Standhalten, die wir jetzt machen, die spiegeln wir euch wieder. Nimm die Arme vor die Brust, atme ein und ausatmen, spring oder schreit in eine weite Grätsche. Nochmal, wer Knieprobleme hat oder Rücken, bitte auseinander schreiten, nicht springen. Dann dreh deinen rechten Fuß 90 Grad aus. Schau, dass dein Becken hier immer noch gerade nach vorne zeigt. Aktiviere deine Beinmuskulatur, heb den rechten Arm an, atme ein und ausatmen, komm weit über deine rechte Seite. Dreh den Brustkorb ein bisschen weiter auf, dreh ganz weich den Kopf mit, schau zu deiner oberen Hand. Atme. Zieh die Kniescheiben nach oben, dreh die Oberschenkel aus. Dann schau wieder nach vorne und einatmend komm nach oben hoch. Dreh beide Füße nach vorne. Streck in die Fingerspitzen, Schultern entspannt, dreh den linken Fuß aus. Becken zeigt nach vorne, Beinmuskeln aktiv, bring die Sitzbeinknochen mehr vor. Einatmen, heb den linken Arm, ausatmen, komm weit über deine linke Seite. Dann wieder dreh den Brustkorb auf, dreh die Oberschenkel aufwärts, trotzdem halt den linken Großzehbein, die rechte Fußaußenkante gut im Boden und dann mit weichem Nacken dreh den Kopf mit, schau zu deiner oberen Hand. Wenn dein Nacken das gar nicht mitmacht, dann schau nach vorne. Atme. Entspann das Gesicht, entspann die Kiefergelenke. Schau wieder nach vorne und einatmen, Gewicht auf den rechten Fuß, komm nach oben hoch. Dreh beide Füße nach vorne und löse deine Hände, leg die Hände für einen Moment an deine Hüften. Halt das Brustbein gehoben, Schultern weit. Gut, du brauchst jetzt ein bisschen mehr Platz zu deiner rechten Seite, also wenn da eine Wand ist, dann rutsch vielleicht ein bisschen mehr an nach innen. Heb die Arme wieder an, dreh deinen rechten Fuß aus, einatmen, heb den rechten Arm, ausatmen, komm weit über deine rechte Seite,
Noch einmal dreh den Kopf mit Schau nach oben. Dreh das Brustbein auf, atme. Und dann dreh den Kopf zurück. Nimm deine obere Hand ans Becken. Beug dein rechtes Bein. Bring die Hand zum Boden oder auf den Gegenstand und zieh dein linkes Bein hinterher. Dann bring Gewicht auf deine linke Hand und deinen linken Fuß, heb das rechte Bein an. Auf Höhe von deiner Hüfte, streck sukzessive dein Standbein und balancier. Wenn es nicht zu wackelig ist, schau nach vorne. Wenn du gut stehst, nimm den oberen Arm mit nach oben. Und wenn du ganz gut stehst, dann schaust du noch zu deiner Open Hand. Das muss aber nicht sein. Du kannst auch mit der Hand an der Hüfte bleiben. Du kannst auch erstmal nach unten zum Boden schauen. Dann beug das rechte Bein wieder an. Mach einen Wagenschritt mit dem linken Bein zurück. Hand auf dein Schienbein. Nochmal in die Dreieckshaltung, Trikonasana. Und komm nach oben hoch. Gut, super. Nimm die Hände nochmal an die Hüften. Öffne den Schultergürtel. Atme, spann dein Gesicht. Wenn du eine Erhöhung genutzt hast, dann wechsel dir jetzt zu deiner anderen Seite. Stell dich wieder in die weite Grätsche. Und geh hier wirklich Schritt für Schritt, solange es wackelig ist. Streck nicht den Arm hoch, versuch gar nicht den Kopf zu drehen, sondern find erstmal dein Gleichgewicht. Gib dir die Zeit, die du brauchst. Streck die Arme wieder zur Seite aus, dreh deinen linken Fuß aus. Einatmen, heb den linken Arm. Ausatmen, komm weit in die linke Seite. Dreh den Brustkorb, dreh den Kopf. Und dann bring die obere Hand ans Becken. Beug dein linkes Bein an, bring die Hand auf den Gegenstand und zum Boden, in Verlängerung zu deinem kleinen Zeh. Zieh das rechte Bein hinterher, dann bring Gewicht auf deine linke Hand und deinen linken Fuß und fang an, dein rechtes Bein zu heben und gleichzeitig damit streck mehr und mehr dein Standbein. Und nimm dir Zeit. Heb das hintere Bein an, auf Hüfthöhe. Wenn du möchtest, streck den oberen Arm, wenn du möchtest, dreh den Kopf. Und dann komm zurück. Mach einen weiten Schritt wieder nach hinten. Bring die linke Hand ans Schienbein oder auch höher an dein Bein. Nochmal die Dreieckshaltung, Tita Trikonasana. Und dann schau nach vorne, einatmen, komm nach oben hoch, dreh die Füße nach vorne, spring oder schreite zusammen, schließ die Füße, richte dich auf. Lass den Atem ruhig werden. Gut, dann löst die Haltung. Nimm die Gegenstände von der Matte weg, einfach dass du die Matte frei hast. Wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen in Balancehaltungen. Und zwar auch hier, ich zeige es zuerst, dass einfach klar ist, was ihr macht. Dann kann jeder auch wieder in seinem Tempo gehen und das probieren. Das heißt, du bringst die Arme zur Seite und wir fangen an, nimmst du erst das rechte Bein nach oben und dann kommst du wie in so einer Waage mit dem Oberkörper nach vorne, das rechte Bein geht hinten hoch. Jetzt drehst du dich zu deiner rechten Seite auf. Wenn möglich, berühre den Boden hier nicht. Wenn es wackelig wird, dann kannst du eventuell auch kurz den Boden tippen und dann komm zurück. Und dann drehst du deine andere Seite. So weit wie es geht. Und komm zurück zur Mitte. Und dann löst wieder auf. Gut, dann probieren wir es zusammen. Versetzt euch so ein bisschen, dass ihr Platz habt. Schaut auch, dass ihr genug Platz habt, falls es wackelig wird, dass ihr nicht direkt übereinander purzelt. Gut, dann du hebst zuerst dein rechtes Bein nach hinten ab und gleichzeitig bring den Oberkörper tief.
so dass du in dieser Fliegerposition bist. Und jetzt in deinem Tempo, so gut wie es geht, stabilisiere dein Standbein, dreh den Oberkörper auf. Bleib nicht zu lange in dieser aufgedrehten Haltung, komm wieder zurück. Standwaage und dreh den Oberkörper nach links. Das ist vielleicht gar nicht so viel, aber probier. Und komm zurück. Bring deine Waage wieder nach oben und wechsel das Bein. Heb das linke Bein ab. Standwaage. Dann dreh nach links auf. Du wirst ja auch sofort feststellen, welches dein stärkeres Bein ist. Komm wieder zurück in die Standwaage. Und dreh den Oberkörper nach rechts. Heb das hintere Bein. Und wieder Standwaage. Und komm nach oben. Gut. Sehr schön. Für den Moment, lass alle Muskeln los, die du nicht brauchst, um aufrecht zu stehen. Du kannst die Beine ein bisschen mehr entspannen, die Schultern, dein Gesicht. Lass den Atem weich fließen. Und dann machen wir nochmal einen Durchgang. Versuch ganz fokussiert wirklich bei dir zu bleiben, egal ob es wackelig wird oder nicht wackelig wird, egal was die anderen machen. Versuch dich wirklich auf dich zu konzentrieren und nochmal einmal zu starten. Arm zur Seite, erst das rechte Bein hoch, Standwaage, aufdrehen. Wieder zurück. Nach links. Und wieder in die Standwaage. Und komm nach oben. Wechsel gleich die Seite. Linkes Bein. Hoch, Standwaage. Dreh nach links. Wieder zurück. Und dreh nach rechts. Wieder zurück. Und komm nach oben. Löse. Gut, richte dich auf. Schließ für einen Moment deine Augen. Spür nach innen. Lass den Atem ruhig werden. Und nimm einfach wahr, was macht es mit dir? Was für Gedanken kommen jetzt? Es geht weder darum, jetzt stolz zu sein, weil man es geschafft hat, noch frustriert zu sein, weil man es vielleicht nicht geschafft hat, weil es vielleicht gewackelt hat, sondern einfach das so anzunehmen, wie es war und wie es jetzt im Moment ist. Gut. Dann öffne deine Augen wieder. Nimm dir irgendeinen Gegenstand, auf dem du sitzen kannst, beziehungsweise Knie. Du kannst auch auf deinen Fersen knien. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich zeige mal das auf den Fersen. Das heißt, du streckst deine Beine breit nach hinten aus, Fußrücken lang und setzt dich hier auf deine Fersen. Wenn du hier einen großen Abstand zum Boden hast, manche Füße sind einfach so, dass du so sitzt, dann wird es recht unangenehm. Dann roll dir die Decke so ein, dass du diese Lücke praktisch unterstützen kannst. Ansonsten einfach gerade zum Boden. Geht für alle. Kannst du es mit dem Block kurz zeigen? Wenn ihr nicht gut auf den Fersen sitzen könnt, dann bring das Gesäß nach oben, nimm den Block zwischen deine Füße und setz dich einfach auch auf mehr Höhe. Das können jetzt auch Bücher sein. Und roll dir eine Decke fest zusammen. Weil es ist nicht für alle möglich, wirklich mit dem Gesäß auf den Fersen zu sitzen. Also schau, dass du da genügend Höhe hast. Genau. Dann leg die Hände mit den Handflächen nach oben, entspann dann deinen Oberschenkelansatz, lass die Ellbogen schwer werden, Schultern zu den Außenkanten hin geweitet. Und auch hier nochmal für einen Moment deinen Atem wahr, richte das Becken auf, richte die Wirbelsäule auf.
Dann bring deinen rechten Arm zum Boden, heb deinen linken Arm an, atme ein, öffne hier deine linke Flanke und ausatmend neig dich nach rechts. Achtung, dein linker Sitzbeinknochen bleibt ganz schwer auf deiner Ferse bzw. auf deiner Unterstützung. Beug den rechten Ellbogen etwas ein, sodass die rechte Schulter weggeht von deinem Ohr. Und dann streck diesen oberen Arm, strecke die Fingerspitzen. Dreh den Brustkorb tendenziell etwas mehr zur Decke. Und atme hier in die linke Seite. Öffne die Rippenzwischenräume. Stell dir richtig vor, wie die Einatmen auseinandergehen und sich ausatmen, wieder so ein bisschen annähern. Dann komm einatmen, wieder nach oben hoch. Löst den Arm, bring den linken Arm zum Boden, hebt den rechten Arm an, atmen die ganz bewusst in die rechte Flanke und ausatmend neig dich nach links. Halt den rechten Sitzbeinknochen fest auf deiner Ferse oder auf der Unterlage und wirklich hol die Bewegung aus deinem Rumpf, nicht indem du das Becken verschiebst. Streck diesen oberen Arm, verlängere dich von deinem rechten Sitzbeinknochen in die rechte Fingerspitze. Linke Schulter weg vom Ohr, dreh den Brustkorb ein bisschen mehr Richtung Decke. Jawohl, super. Atme in die rechte Flanke. Öffne die Rippenzwischenräume. Und dann komm. Einatmen zurück. Nochmal löst die Schultern. Gut. Dann heb einatmen beide Arme an. Hebt das Schambein sanft zum Nabel, sodass du mit dem Anheben der Arme nicht ins Hohlkreuz kommst, sondern dass der untere Rücken lang bleibt. Lass die unteren Rippenbögen mehr sinken. Aber bring, wenn es geht, deine Oberarme mehr zurück. Du kannst die Arme gerne noch etwas weiter geöffnet halten. Atme ein und ausatmen, dreh nach rechts. Bring die rechte Hand hinter dich, die linke Hand an den Oberschenkel. Und du kannst deine rechte Hand entweder ans Kreuzbein legen oder dir deine Füße greifen oder zum Boden bringen. Mit deiner Ausatmung dreh mehr nach rechts, dreh den Rumpf. Sitzbeinknochen bleiben wieder fest auf den Fersen, die Knie bleiben auf einer Höhe. Und dann dreh deinen Atemrhythmus, das heißt immer in der Ausatmung dreh, einatmen, komm so ein bisschen zurück, damit der Atem Raum hat. Und ausatmen, dreh wieder. Jawohl. Schultern zu den Schulteraußenkanten, bleib weit im Schultergürtel. Und wenn du möchtest, dreh den Kopf mit, schau deine rechte Schulter. Einatmen, komm zurück. Heb die Arme an, Sitzbeinknochen fest auf den Fersen, fest auf der Unterlage. Atme nochmal ein, ausatmen, dreh nach links. Bring die rechte Hand an den Oberschenkel. Eine linke Hand hinter dich, zieh die Ellbogen sanft auseinander, sodass sich der Brustkorb hier oben nochmal besser öffnen kann. Und dann wieder in deinem Atemrhythmus ausatmen. Dreh, einatmen, komm so ein kleines bisschen zurück. Nicht komplett wieder aus der Drehung raus, also es ist nicht rein und raus, sondern wirklich dreh und gib ein bisschen nach, dass dein Einatmen Raum hat, ausatmend. Dreh. Und dann nimm deinen Kopf mit in die Drehung, schau über deine linke Schulter. Und einatmen. Komm zurück, unterer Rücken lang, streck in die Fingerspitzen. Ausatmen, löst. Gut, löst die Haltung. Streck die Arme nach vorne aus, roll die Schultern zurück und dann roll das Becken zurück und langsam Wirbel für Wirbel roll nach unten ab, Nacken lang und leg die Arme zum Boden, zieh die Füße etwas näher ran. Dann bring die Hände auf deinen Rumpf, bring deinen linken Fuß richtig gut in die Matte, heb das Becken an. Heb das linke Bein an, bring den linken Fuß richtig gut in den Boden. Und jetzt komm mit dem Becken tief und hoch. Tief und hoch.
und wirklich arbeite mit dem Fuß. Das solltest du dann auch im Oberschenkel spüren und im Gesäß. Und es reicht, wenn das Bein so dir auf Höhe vom anderen Knie ist. Letztes Mal. Gut. Lass das Becken oben, lass es oben, lass es oben. Und dann stell das rechte Bein ab. Drück deinen rechten Fuß gut in den Boden, bring das linke Bein hoch. Und dann wieder tief hoch. Tief hoch. Und drück den rechten Fuß richtig gut in den Boden. Du musst das Becken hier gar nicht ganz absetzen. Du kannst vielleicht so kurz tippen zum Boden. Aber sonst reicht es auch, wenn du runter gehst, schwebst vom Boden und wieder hochdrückst. Nacken lang, Kehle weich, Gesicht entspannt. Arbeite aus dem Oberschenkel und aus dem Gesäß. Gut. Und dann bleib oben, bleib. Stell das Bein ab, bring das Becken höher. Arme neben deinen Körper. Bring dein Schambein noch mal mehr Richtung Bauchnabel. Das heißt, öffne wirklich hier die Leisten. Jawohl. Aber halt das Gewicht auf deinen Schulterblättern und Schultern. Kehle weich. Kiefergelenke entspannt. Atme ein und ausatmend. Roll dich Wirbel für Wirbel langsam nach unten ab. Hinterhaupt zieht nach hinten oben. Steißbein nach vorne unten und leg ab. Bleib einen kleinen Moment. Dann leg deinen rechten Knöchel an dein linkes Bein. Hol das linke Bein zu dir ran, greif den Oberschenkel. Wenn jetzt hier dein Oberkörper sehr hoch kommt, weil einfach die Dehnung hier übers Gesäß nicht da ist, dann kannst du dir auch ein bisschen Höhe geben. Das heißt, unterstützt deinen Oberkörper. Weil es geht jetzt nicht darum, dass du hier eine große Bauchspannung hältst, sondern leg hier dich ein bisschen weiter nach oben ab und schau, wie du dann hier in die Dehnung über dein rechtes Gesäß kommen kannst. Also wenn du das Gefühl hast, dein Kinn zieht hier sehr zur Decke hoch, dann wirklich nimm eine Unterstützung für den Kopf, dass der Nacken lang bleibt. Gut, setz das Bein ab, wechsel, leg das linke Bein an dein rechtes Knie und zieh das Paket zu dir ran. Du kannst auch erstmal ohne Greifen einfach das Bein ranziehen. Vielleicht reicht es sogar auch schon, merkst du auch, ja, dehnt eigentlich auch schon ganz gut. Wenn du möchtest, kannst du das natürlich aber auch gerne unterstützen. Und wie gesagt, auch hier wieder. Wenn du das Gefühl hast, das Kinn kommt hier sehr nach oben hoch, das heißt, der Nacken wird kurz, oder auch du musst hier nach oben kommen, um überhaupt das greifen zu können, dann wirklich nimm dir genügend Unterstützung, dass du hier entspannt abliegen kannst. Bauchdecke weich. Gut. Und dann löse. Streck die Beine einmal nach unten aus, streck die Arme nach oben aus. Und für ein paar Atemzüge räkel dich. Streck dich nochmal richtig lang über die Flanken. Nimm zwei, drei tiefe Atemzüge. Und dann löse. Nimm dir eine Decke für den Kopf. Oder auch was zum Zudecken. Gut, dann wenn du dich in die Entspannung legst, nimm gerne auch was zum Zudecken, weil wenn dir kalt ist, hast du nicht viel von der Entspannung und oder wenn dir kalt wird, weil wenn dir jetzt warm wird, der Körper kühlt relativ schnell aus. Also gerne deck dich dazu oder zieh dir eine Jacke über und natürlich gerne was für den Kopf, wenn noch was übrig ist. Hab die Beine hüftbreit geöffnet, lass die Fußaußenkanten zum Boden sinken, nimm die Arme etwas weiter weg vom Körper, sodass die Achselhöhlen frei sind. Und wenn die Position für dich stimmig ist, dann schließe deine Augen. Und wenn deine Augen geschlossen sind, übe dich dann wirklich nicht mehr zu bewegen. Weil mit jedem Bewegen, mit jedem Ruckeln, mit jedem irgendwo Kratzen
störst du deinen Entspannungszustand. Lass die Beine ganz los, lass die Arme los. Entspann deine Rückenmuskulatur zum Boden hin. Lass die Schulterblätter in den Boden sinken. Lass Weite zwischen deinen Schulterblättern entstehen. Entspann deine Kiefergelenke. Löse die Zahnreihen ganz leicht voneinander. Spann deine Zunge im Mundraum. Lass deine Lippen weich werden. Entspann deine Mundwinkel. Lass deine Augäpfel mehr ins Augeninnere sinken. Und halte deine Augenlider ganz weich über deinen Augäpfeln geschlossen. Entspanne die Haut über deine Stirn. Entspanne deine Schläfen. Entspanne deine Kopfhaut. Geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Und wie zu Beginn im Sitzen, nimm auch hier jetzt die Bewegung deiner Atmung wahr. Wo kannst du deine Atembewegungen spüren? Unter der Bauchdecke, an den Rippenbögen, am Rücken, oberen Brustkorb. Ohne deinen Atem zu lenken oder zu vertiefen, nur wahrnehmen, was ist. Gedanken, die kommen, nimm wahr und lass sie wieder los. Falls du die Tendenz hast, in der Entspannung einzuschlafen, ist es prinzipiell nicht verkehrt, das heißt, dass du wunderbar entspannen kannst. Das Ziel ist es aber langfristig, in diesem völlig entspannten Zustand deines Körpers, deinen Geist wach zu halten und dich auf deine Atmung zu konzentrieren, sodass du mit deinen Gedanken nicht irgendwo anders hin abdriftest. Allmählich vertiefe deinen Atem, komm wieder mehr an die Oberfläche mit deinem Bewusstsein. Atme tief und vollständig aus, lass alle Restspannungen los. Leg deine Hände auf deine Körpermitte. Stell einmal nach dem anderen zum Körper hin an.
Streck den rechten Arm neben dem Kopf aus, dreh dich ganz auf die rechte Seite, sodass du den Kopf auf den Oberarm stützen kannst oder auf der Decke oder auf deinem Kissen. Der Kopf sollte jetzt nicht tiefer hängen als deine Schulter. Nimm auch hier nochmal deine Atembewegungen wahr. Öffne deine Augen. Und einatmen, komm über den Druck der Hände zum Sitzen. Setz dich gerne nochmal in den Schneidersitz. Nimm die Ruhe aus der Entspannung mit. Du kannst die Augen auch gleich wieder schließen. Leg die Hände nochmal vom Brustbein zusammen. Richte die Wirbelsäule auf. Wieder spüre deinen Atem. Spüre nach innen. Nimm wahr, wie es jetzt gerade geht. Dann atme tief und vollständig aus. Mit deiner nächsten Einatmen weite den Brustkorb sanft. Und ausatmen, neige das Kinn dem Brustbein entgegen. Bringe Herz und Verstand aufeinander zu. Danke dir und deinem Körper für das Üben. Ich danke euch fürs Mitüben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Namaste. Öffne die Augen, löse die Haltung auf. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Mitüben.